Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es ja speziell um diese Koffergeschichte. Beispielfahrzeug VW Passat, das müsste der 2 Liter oder 1,9er sein. Auf jeden Fall, wie man das im Titel lesen konnte, geht es heute um das Ladedrucksystem, wie man es prüfen kann, beziehungsweise es gibt zwei Koffer, wo man Druck ausüben kann. Da sind unterschiedliche Adapter. Wir gucken uns das Ganze gleich mal an. Und damit hat man die Möglichkeit, das System quasi dicht zu machen und das Ganze abzudrücken. Man hat die Möglichkeit, das komplette Ladedrucksystem zu prüfen. Man hätte auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Ladeluftkühler vorne abzudrücken. Das werden wir hier auch gleich machen. Und das ist im Prinzip universell für jedes Fahrzeug möglich mit extra Silikonschläuche. Wenn ihr zum Beispiel einen Fehler habt wie Ladedruck zu hoch, zu niedrig, beziehungsweise natürlich meistens, ja gut, je nachdem wie das Signal da reinkommt, Ladedruck ist irgendwo bei euch, verschwindet bei euch irgendwo. Und natürlich hat man die Möglichkeit, das Ganze mit einem Smoker zu machen, aber eventuell ist es vielleicht irgendwo minimal oder die Kunststoffrohre, das Ladedruck oder an einen Ladedruck besteht, dass ein Ladedrucksystem, da wo die Ladeluft durchgeht, besteht ja nicht nur aus Schläuchen, sondern da sind auch noch so Kunststoffleitungen ab und zu. Da reißt es auch ganz gerne und vielleicht kann man das mit dem Smoker nicht sehen, denn erst wenn er Druck bekommt, dann sieht man das vielleicht. Oder ihr möchtet vielleicht auf der Leitung Druck drauf geben, da wo der Sensor sitzt. Deswegen, es gibt diese Systeme. Ich habe das ganz ehrlich auch schon ein paar Mal probiert und benutzt, weil ab und zu sucht man sich dumm und dämlich, wenn der Turbo Fehler schmeißt, dass Ladedruck zu niedrig ist. Dann fängt man an zu suchen. Mit Smoker hat man das Ganze abgedrückt und dann drückt man das Ganze nochmal mit dem System einmal durch, ob es irgendwo eine Undichtigkeit gibt, ob er irgendwo Druck verliert. Und zum Beispiel kann man auch sehr, sehr gut damit den Ladeluftkühler abdrücken, weil da hat man schlecht Möglichkeiten, den auszubauen und anzugucken. Du guckst ihn zwar an, okay, er kann Dampf reingeben, eventuell ist er aber irgendwo vielleicht so minimal. Und das ist bei den modernen Fahrzeugen auch schon mittlerweile das Problem. Die erkennen wirklich schon minimale Schwachstellen und dann kommen die beschissensten Fehler und dann sucht man sich dumm und dämlich. Deswegen wollte ich euch das Ganze einmal vorstellen. Das Ganze ist gesponsert von XXL, von Stahlmax ist das Ganze. Und ja, also ich wende es auch sehr oft an, bevor man irgendwelche Sensoren austauscht, bevor man so einen Turbo austauscht, sucht man und drückt man das Ganze einmal ab, nicht, dass er irgendwo eine Undichtigkeit hat und dann sucht man oder tauscht vergeblichst Bauteile aus. So, wir gucken uns das Ganze jetzt einmal an. Ich würde sagen, los geht's. So sieht das Ganze aus. Da hat man jeweils unterschiedliche zig Silikonschläuche mit den unterschiedlichsten Durchmessern, Innendurchmesser 80 mm, 65 mm. Kauflink unten in der Videobeschreibung, da gibt es auch bestimmt eine PDF dazu und die unterschiedlichen Schellen. Also jede Menge Schläuche. Ich zeige euch das mal, wie viel. Hier. Also. So sieht das Ganze aus. Ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Schläuche. Und natürlich die Schellen sind dabei. Und die schönen, ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht, die Jütten Adapter. Um die dann quasi hier drauf zu setzen. Also. Ja. Der Adapter bringt da jetzt wohl nichts. Aber wahrscheinlich muss man den so weit. Okay. So. Den Adapter kann man dann eventuell auf die Schläuche drauf machen, die im Ladedrucksystem dann da sind. So zum Beispiel. Den dann quasi auf den Ladeluftkühler draufschrauben. Dann können wir hier über das Ventil mit einem ganz normalen
Reifen, Luftdruck, Pistole oder Manometer, Druck drauf geben aufs System und natürlich müsst ihr ja dann quasi die andere Seite auch zumachen, damit man hier Druck drauf geben könnte. So sieht das Ganze aus und da sind die sämtlichsten unterschiedlichsten von 35 mm bis 90 mm. Ja, so sieht das Ganze einmal aus. Ich würde sagen, wir wenden das Ganze jetzt gleich auch mal an. Wichtig, bevor ihr damit jetzt loslegt, natürlich nicht zu viel auf das System Druck drauf geben, dass euch beim Prüfen nicht irgendwas platzt. Deswegen würde ich wirklich empfehlen, nicht über 0,5, wirklich nicht maximal als ein Bar gehen. Ein Bar ist wirklich Maximum, was man da Druck drauf geben sollte. Am besten so 0,8, 0,5. So ist der Bereich, wo man da arbeiten sollte und wirklich nicht übertreiben damit. Jetzt nicht komplett mit der... Weil es gibt, ihr habt keine Anzeige. Ihr nehmt ja die Reifendruckpistole, die ihr so für den Reifen benutzt. Und deswegen wirklich nicht so viel aufs System Druck drauf geben. Das vorab. Ja, ich würde sagen, wir heben das Ganze mal hoch. Ich baue das Ganze mal ein bisschen auf und dann geben wir da mal Druck drauf. Und jetzt können wir hier zum Beispiel, hier sehen wir ja die Schläuche, wir können jetzt rein theoretisch den abmachen, Adapter rein, was heißt rein theoretisch, wir werden das jetzt auch machen, oder also quasi von hier nach hier hin messen, oder oben hätte man den auch ansetzen können, hätte man einmal komplett auch hier diese Kunststoffleitung mit abgedrückt, oder quasi den Ladeluftkühler. Wir haben ja schon mit dem Smoker gesehen, dass der hier undicht ist, hier kann man auch sehr gut sehen, dass der undicht ist, weil da schon Öl mit rauskommt. Der Turbo ist bestimmt auch nicht mehr der frischeste. Dann schrauben wir den ab. Und wofür dann die Schläuche mit dabei sind, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen hier abmachen und ihr zum Beispiel nur diese Leitung prüfen wollt, von hier nach dahin, dann könnte man den Silikonschlauch hier ansetzen und nach oben hin prüfen. So, den mal eben an. Das würde dann quasi, ja, entweder der oder der etwas kleinere. Also den dann quasi drauf und den Adapter hier drauf. Wir wollen aber zur anderen Seite prüfen. Das bedeutet, diesen Kollegen brauchen wir. Und zur anderen Seite hin. Das ist bestimmt eine Menge Öl drin, oder? Und den Adapter hier rein. Und können jetzt quasi Druck aufs System geben. Pustet der auch schon raus. Dann geben wir mal Druck drauf. Ganz normal mit so einem Reifendruckluftprüfer.
So, wir sind bei 0,5. Ein Bar. Und hier zischt es auch schon. Ja. Ja, und so kann das Ganze dann einmal aussehen. Und dann könnt ihr den dann quasi prüfen, ob er dicht ist oder nicht dicht ist. Ja. Ob er den Druck lange halten wird, schnell abfallen wird, ob es irgendwo zischt. So kann das Ganze dann aussehen. Und zum Ablassen einfach das Ventil betätigen. Das war's. So kann das Ganze aussehen. Ja, Leute, und so in etwa kann das Ganze dann aussehen. Und ja, ich würde sagen, schreibt bitte alles unten in die Kommentare. Haltet ihr das Werkzeug für oder haltet ihr so einen Koffer sinnvoll, sich anzulegen oder nicht? Oder überhaupt so eine Prüfung sinnvoll ist? Ist der Smoker besser oder ist es besser, das Ganze unter Druck zu prüfen? Ja, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten, Koffer sind beide unten verlinkt. Mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal minus 5%. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.